Wie heißen Sie? Kenneth James. Verpflichten Sie sich dem Programm voll und ganz? Ja, Sir. Es gibt nichts, was Sie für dieses Land nicht tun würden. Sie haben die Kraft zu tun, was nötig ist. Wie geht es ihm? Er ist bereit. Ah, oh, das ist gut verheilt. Was halten Sie von dem, was wir da draußen machen, Doktor? Jason Bourne war nur die Spitze des Eisbergs. Das ist Aaron Cross. Eine Bewertung wie seine haben wir noch nie zuvor gesehen. Er ist Treadstone, ohne Komplikationen. Ich habe innerhalb des Programms nie jemanden kennengelernt. Wie viele von uns gibt es? Du stellst zu viele Fragen. Jason Bourne ist in Manhattan. Das ist bestätigt. Was? Mehr weiß ich nicht. Ich muss jetzt los. Alle mal herhören. Das ist ein nationaler Notstand. Das FBI untersucht Verbindungen zwischen Treadstone und diesem Mann, Jason Bourne. Dafür kriegen Sie mich. Sie haben einen Ferrari bekommen und Ihre Leute haben ihn wie einen Rasenmäher behandelt. Sie verlangen von mir, die wertvollsten Aktiven zu vernichten, die wir je hatten. Wir müssen langsam bedenken, welche Konsequenzen das hat, wenn uns diese Sache aus dem Ruder läuft. Was bedeutet das? Dass wir das gesamte Programm auslöschen. Schon gut. Ich bin's. Wollen Sie weiterleben? Denn ich will leben. Sie glauben, mit Jason Bourne hat sich die Geschichte erledigt? Da läuft noch viel mehr. Es gab bei Ihnen Veränderungen an zwei verschiedenen Chromosomen. Das ist die aufregendste Entwicklung in der Geschichte der ganzen Wissenschaft. Ich bin aber nicht nur ein Wissenschaftsprojekt, Doc. Ich habe denen alles gegeben. Das haben wir beide getan. Alles in Ordnung? Dann los.